Okay, wir gehen mal mit der 4-1-4-1-Formation für einen Baba-Draft. Mal sehen. Nur erster Icon Luis Figo geht erstmal auf die Bank, weil wir keine Flügelposition haben. Läuft bei uns. Na gut, erster Icon ist da, Leute. Neuer Icon-Rekord, 11 Icons. Vielleicht diesmal. Bislang noch kein Team of the Season. Bowie haben wir am Start. Ich glaube, gefühlt ein Spiel für Bayern gemacht, dann verletzt. Nehmen wir mal mit. Bislang. Okay, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo, falls ihr mich abonniert habt. Ihr wisst es, Leute. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich eins. Ja, ich schalte Digga zweimal Roberto Carlos. Also das ganz kurios. Aber okay, nehmen natürlich den 92er. Zweiter Icon übrigens. Zweiter Icon könnte ein neuer Icon-Rekord werden, Leute. Schreibt mir mal gerne rein, was ihr bislang so zum Tod schon gezogen habt. Ich hoffe, ihr hattet den ein oder anderen heftigen Team of the Season am Start. Schreibt es mal in die Kommentare. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Jeden Tag 13 neue Videos. Ich hoffe, ihr seid dabei. Falls ihr keine Packs seht, gerne in die Kommentare schreiben, was euer Icon-Rekord im Draft bislang ist. Mein Rekord nach wie vor 10 Icons. Das hatten wir schon einige Male. Bislang niemals mehr als 10 Icons. Bislang, naja, wir haben 2, 3 Klose. ZDM, BTF, warum ist das ZDM, Alter? Ganz, ganz kuriose Sache. Aber na gut, uns egal. Pass auf, wir packen jetzt auch erstmal hier Bowie raus und Figo auf die Rechtsverteidigerposition. Finde ich gar nichts. Okay, 3 Icons bislang. Joa, wird schon mal ein bisschen besser. Wir haben auch wirklich keine so geile Formation, ehrlich gesagt. Eieiei, was ist denn hier los? Ich glaube es nicht. Isco, früher heftig gewesen. Aber bei Betis Sevilla ist der eigentlich wieder ganz gut. Torwart. Okay, Icon ist wichtig eigentlich. Tor. Wo bleiben echt die Team of the Seasons? Bruder, Yashin haben wir am Start. Aber bislang nichts in Sachen Team of the Seasons. Läuft bei uns auf jeden Fall. Aber immerhin 4 Icons. Aber noch keine Totskarte. Bruder, wo sind die ganzen Totskarten? Meine Güte. Team of hier, Vieira, Ramirez haben wir auch noch. Majri und Serre Emery. Aber wir nehmen natürlich klar Icon Vieira mit. Team of the Icon Vieira 5. Jetzt. Boah, kann man machen, Digga. Jetzt noch, ich sag mal so 2 Icons noch. Dann hätten wir 7. Dann wäre das durchaus möglich, noch in der Startelf, noch den Icon-Rekord zu toppen. Wir haben Golasso, Hero, Keen und Berbatov. Keen ein bisschen higher rated, deswegen nehmen wir Keen mit. Es gibt schon wieder so viele verschiedene Kartenfarben dieses Jahr in FIFA. Das ist wirklich verrückt, Mann. Okay, nächste Icon. Let's go. 6. Icon. Okay, eine Icon wäre noch wichtig. Blanc. Blanc. Der kann ZOM spielen. Ja, was ist das? Innenverteidiger und ZOM. Was ist das für eine kuriose Position? Ja, ganz verrückt. Wo kann Klose noch spielen? Er kann ZM und ZDM noch spielen. Na gut. Ja, vielleicht können wir Blanc noch gleich auf ZOM stellen. Vielleicht, wohl, da werden wir wahrscheinlich noch einen anderen Icon haben. Okay, eine Icon noch. Dann hätten wir 7 nach der Startelf. Dann ist der Icon-Rekord noch möglich. Endlich. Erste Totskarte. Watkins läuft, Alter. War aber auch Zeit. 98 Sprinttempo. Nicht verkehrt. Watkins. 1,80 nur, das ist gar nicht so groß. Ich dachte, das wäre voll die Kante. Naja, so groß ist der gar nicht. Wir nehmen Watkins mal mit, der erste Team of the Season. Geht doch. Aber hat er jetzt aber wirklich lange gedauert. Aber, naja, ich glaube sogar, Watkins ist sogar, glaube ich, ich will nicht sagen, aber wahrscheinlich der Schwächste vom Rating her, oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Endo Cafu, nächste Icon, sehr nice. Rechtsverteidiger-Icon brauchen wir noch. Kann der Rundenverteidiger spielen? Ich glaube nicht, ne? Der kann nur Rechtsverteidiger spielen. Ja gut, nehmen wir mit Cafu. Dann haben wir die 7. Icon. Okay, also Leute, es ist auf jeden Fall noch möglich. Pass auf, wir packen jetzt erstmal Isco raus und Ibanez wieder rein. 91er Bewertung aktuell. Naja, ist okay. Wir haben eigentlich nur 90er, außer die beiden 84er. Sonst sind alle über 90. Ja, Team ist eigentlich stabil. Also kann man nichts gegen sagen. Team ist eigentlich wirklich durchaus stabil. Palma oder Palma. Palma. Bruder, Palma. 5 Sterne schwerer Fuß. Wie läuft bei dem? Ah, der hat natürlich noch, der kann rechts Mittelfeld sogar spielen. Der hat natürlich auch noch eine Trotzkarte, aber er ist halt 91 und der nächstbeste wäre 85 rated. Und ich glaube, Palmer, was hat der als Trotz? Ich glaube, 95. Hat der 95 als Trotz? Ich glaube 95, deswegen die Spanne zum 91 ist jetzt nicht ganz so hoch. Pass auf, der kann noch ZM spielen, ne? Schauen wir erst hier rein. Dann sind wir auf, wir kommen nicht auf 92, warte mal, vielleicht mit den Kollegen hier rüberstellen, auch nicht. Ja gut, wo sind die Icons? Wo sind die Icons? Ich würde ganz gerne mal wieder Icons haben, sehr nice. Beckham kann ZM spielen und rechter Flügel und Hullet kann natürlich, oh, so eine Stürmer spielen, könnte später noch wichtig werden und ZM natürlich auch. Wo kann Keen spielen? Der kann natürlich nur Stürmer spielen. Okay, wir packen den erstmal hier rein. Dann sind wir aber doch jetzt auf 92, immer noch nicht. Oder warum kommen wir nicht mal zu 92? Hey, unser ganzes Team ist
90er Plus rated. Ganz, ganz kuriose Geschichte. Team of the Year Frimpong, sehr nice. Kann aber auch leider nur Rechtsmittelfeld und Rechtsverteidiger spielen. Ah, schade, Mann. Schade, schade. Na gut, das müssen wir dann erstmal wohl oder übel auf der Bank lassen. Wie viele Icons haben wir eigentlich? 7, ne? Ne, 8. 8 Icons, Leute. 3 noch. Oh, komm, ein Icon jetzt hier noch. Dann könnte es noch möglich sein. Ah, Bruder. Ey, ist es so schwierig, diese verdammten 11 Icons in einen Draft zu kriegen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal geschafft habt. Schreibt mal rein. Aber ist das wirklich so verdammt schwierig? Nächster Icon, let's go. ZOM spielen. Grincha. Ist natürlich higher rated, ne? Aber wir brauchen. Oh, Figo kann auch ZOM spielen. Das ist natürlich nice. Oder warum kriegen wir keine Stürmer-Icons? Dann ist eigentlich egal. Dann nehmen wir Grincha mit. Ich glaube, das wird jetzt eh hier von dem. Kann der auch ZM spielen? Ne, der kann auch ZM spielen. Ah, Bruder, meine Güte. Ja, gut. Hullet könnte noch im Sturm spielen. Naja, wir machen erstmal weiter. Wir kriegen natürlich keine Stürmer-Icons mehr. 2 noch. Oh, let's go. Dennis Bergkamp. Der kann sogar auch Stürmer spielen. Das war natürlich jetzt sehr nice. Okay, Leute, wir brauchen noch eine Icon. Eine Icon noch. Dann haben wir es. Dann haben wir es. Ey, Leute, es könnte noch machbar sein. Es könnte noch machbar sein. Wir brauchen noch eine verdammte Icon. Dann haben wir es. 11 Icons in einem Draft. Neuer Rekord wäre das. 10 Icons bislang. Komm, eine Icon noch. Oh, ey, wir waren schon so oft so nah dran. Ey, come on. 2, 3 Spieler noch. 3 Spieler. Torhüter haben wir schon eine Icon. Werden wir wahrscheinlich nicht noch eine bekommen. Hier werden wir wahrscheinlich einmal die Möglichkeit haben. Aber wir haben schon Carlos und Cafu. Das heißt, die Chance ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so hoch auf Icons. Ey, Leute, eine Icon muss doch noch möglich sein. Ey, vor allem war jetzt ein guter Spieler. Deswegen glaube ich, kommt jetzt hier nach erstmal wieder ein schlechter Spieler. Und daher keine Icon, oder? Wir gucken mal. Nein, Alter, ich glaub's nicht. Claws, Team of the Season, zweiter Tots. Und Lisa Razou haben wir auch noch am Start. Ey, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Es ist wieder. Ey, ich habe wirklich das Gefühl, wir nehmen Claws mit. Es ist verhext. Okay, wir haben natürlich noch eine Chance, aber wir haben natürlich schon Yashin. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass wir da noch eine Icon kriegen werden. Komm, bitte eine Icon noch. Wir können doch nicht schon wieder bei 10. Jedes Mal 10 Icons. Leute, ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen bis Ende von FIFA. Ich verliere langsam, aber sicher die Hoffnung. Es gibt sich, Leute. Das war's von diesem Draft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder 10 Icons. Schreibt es, wie gesagt, gerne mal rein, ob ihr schon getoppt habt. Ob ihr schon 11 Icons in einem Draft habt oder vielleicht sogar noch mehr. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Trotzdem natürlich ein nices Team, kann man nichts gegen sagen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zum Team of the Season so gezogen habt. Ich hoffe, ihr hattet den einen oder anderen heftigen Tots am Start. Oder schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer Icon-Rekord im Draft ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. 13 Uhr. Jeden Tag einschalten. Am besten abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Also, bis morgen. Haut rein. Und ciao.